Was können wir gegen Chemtrails ausrichten? Weltweiter Aufruf. Wir müssen uns die Hoheit über unseren Himmel und unsere Atemluft wiederholen. Da führt kein Weg daran vorbei. Es gibt Wege, wie wir die Vergiftungen und Abdunkelung unseres Himmels zumindest reduzieren und eindämmen können. Hierbei gilt ganz stark die Devise: Je mehr mitmachen, umso effektiver unsere Vorhaben. Denn hierbei macht es tatsächlich die Masse aus. Bei allen folgenden Methoden ist die ehrliche Absicht von Herzen ohne Ego-Gehabe und Profitgier wichtig. Denn sonst werden sie keinen Erfolg haben. Landesweite und weltweite Aktion zur Sphärenharmonisierung. Eine technische Möglichkeit bietet der Einsatz von sogenannten Chembustern bzw. Cloudbustern, Wolkenbrechern. Dazu schrieb ich in meinem vorigen Buch unter der Überschrift »Das Wunder der Wüstenbegrünung« über folgendes interessantes Projekt. Diplom-Ingenieur Majid Abdelaziz, Begründer und Betreiber des Desert Greening Projects, hat in der algerischen Wüste in nur wenigen Jahren das erschaffen, was die meisten nicht für möglich gehalten hätten. Er lässt es in der Wüste regnen. Doch das ist noch längst nicht alles. Einen Teil der Wüste hat er in nur 7 Jahren in eine grüne Oase verwandelt, wo jetzt Pflanzen, Sträucher und Bäume wachsen. Eine richtige Vegetation mit eigenem Mikroklima, in dem sogar Gemüse und Obst in Bioqualität angebaut wird. Ein wahres Wunder. Auf der Webseite des Projekts erfahren wir mehr über sein Geheimnis. Mit Hilfe von teils jahrtausendaltem Wissen, das heute durch die neuesten Erkenntnisse der Quanten-, Orgon- und Wirbelphysik bestätigt wird, gelingt es, in Wüstengebieten den immer gleichen blauen Himmel zu beleben und ein abwechslungsreiches Wettergeschehen anzuregen. Dabei wird nicht mit Raketen geschossen, um die Natur in die Knie zu zwingen. Die Methoden gleichen vielmehr der Behandlung eines Patienten, der eine starke Verspannung hat, mit einigen sehr bedacht gesetzten Akupunkturnadeln. Auch das Ergebnis ist ähnlich. Der Patient erholt sich und die Schulwissenschaft zieht skeptisch die Augenbrauen hoch. Die Atmosphäre erlebt eine Revitalisierung. Die Wissenschaft der Wüstenbegrünung gründet sich unter anderem auf die alten Wissenschaften des Feng Shui und der Geomantie, Wissenschaften, denen der Gedanke der Ganzheitlichkeit innewohnt. Der Cloudbuster als Stellvertreter des Elements Metall ist in diesem Denken nur eine Säule der integralen Umweltheilung. Erde, Wasser, Feuer. Bäume sind die anderen Elemente, mit denen gearbeitet wird. In der modernen Forschung haben Wilhelm Reich, Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Walter Rüssel, Georges Lakowski und andere Wissenschaftler bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Aber auch aus den antiken Kulturen gibt es Wissen, das heute für ein nachhaltiges Wirtschaften Gold wert sein kann. Desert Greening wendet dabei bewährte Methoden der lebensenergetischen Aktivierung von Wasser, Boden und Pflanzen an. Das Zusammenwirken dieser Methoden bewirkt eine Wiederbelebung der Natur. Und das auch in Gegenden wie Wüsten, wo die natürlichen Lebensgrundlagen eigentlich weitestgehend nicht mehr vorhanden sind. Übrigens, die zum Einsatz kommenden Cloudbuster, zu Deutsch Wolkenbrecher, sind auch imstande, über Himmelsakupunktur gezielt Chemtrails aufzulösen. Im Internet finden sich zwar auch Bauanleitungen zu einfachen Chembustern, die Richtigkeit und effiziente und vor allem langfristige Wirkweise solcher Gerätschaften wage ich jedoch ernsthaft zu bezweifeln. Da werden Kristalle benutzt, bei denen nicht geprüft wird, ob sie energetisch überhaupt rein sind und nicht mit negativen Aspekten programmiert wurden, somit gegebenenfalls sogar mehr Schaden als Nutzen bringen. Die meisten Leute sind sich dessen nicht einmal ansatzweise bewusst. Vielleicht können aber mit Majid Abdelaziz von desert-screening.com Kooperationen zum Bau von professionellen und funktionierenden Wetterharmonisierern geschlossen werden. Der gute Mann hat schließlich langjährige fundierte Erfahrungen und hat bereits einige Wüstengegenden sehr erfolgreich in grüne Oasen verwandelt, in denen Obst und Gemüse wachsen und gedeihen wie im Paradies. In Zusammenarbeit mit dem Handwerksgenie Peter Kutschera entwickelte er solch einen Sphärenharmonisierer auch in einem kleineren Maßstab, welcher gerade für Eigenheimbesitzer interessant sein könnte.
Nähere Informationen dazu gibt es auf blauer-planet.de, wo folgende positive Wirkungen von solchen Himmelsharmonisierern aufgezählt werden, die nach den Vorgaben von Abdelaziz gebaut werden, der sich wiederum den Erkenntnissen von Tesla, Reich und Schauberger bediente. Luft, Boden, Wasser und organische Materie werden harmonisiert. Die Frequenz wird natürlicher, annähernd so, wie sie in den 60er Jahren war. Dadurch können sich auch beim Menschen alte Blockaden auflösen. Es kommt zu einer Heilung von Luft, Boden, Wasser und allen Lebewesen. Das Pflanzenwachstum wird gefördert. Chemtrails werden aufgelöst. HARP kann uns nicht mehr negativ beeinflussen oder manipulieren. Die Menschen werden wacher, bewusster und mutiger. Chakren werden aktiviert und harmonisiert. Die große Version hat einen Wirkreis von bis zu 500 Kilometern. Trifft sie auf Schwingungen einer weiteren Anlage, so heißt es in der Beschreibung, arbeiten diese dann zusammen und verstärken sich gegenseitig. Synergieeffekt. Liebe Leute in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit, hier sind mutige und herzensgute Leute, Unternehmen und Stiftungen aufgerufen, daran mitzuhelfen, ein solches Netz an Harmonisierern in unseren Ländern zu errichten. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Thank you.